Corona Raute Kinder Raute Masken Raute Petition. Pädagog Stern innen für Masken MNS und sinnvolle Maßnahmen. Fuck. Fragen und Antworten zur Petition. 1. Tritt die Petition für eine Maskenpflicht für Kinder ein? Nein. Es wird lediglich gegen die generelle Ablehnung von Masken für alle Kinder Stellung genommen. Die Fake News über vormals gesunde Kinder, die angeblich an Masken gestorben sind, werden dagegen verurteilt. 2. Wird die Meinung vertreten, Masken seien für alle Kinder geeignet? Nein. Uns ist bewusst, dass es Kinder gibt, die noch zu jung sind, um Masken zu tragen. Ebenso ist uns bewusst, dass es Kinder mit Vorerkrankungen gibt, für die ein MNS ebenfalls keineswegs ratsam ist. Doch darum geht es hier nicht. 3. Ist die Petition nicht nutzlos, wie alle anderen auch? Nun, sie setzen sich im Moment mit dem angesprochenen Thema auseinander. Mindestens das ist doch schon mal ein Erfolg. Lächelnder Smiley. Petitionen schaffen Öffentlichkeit für ein Thema, regen zu Diskussion und Meinungsbildung an und appellieren an Verantwortliche und Entscheider. 4. Dürfen sollen nur Lehrer unterschreiben und Studierte. Keineswegs. Es heißt: Kinderpfleger SternInnen, Erzieher SternInnen, Lehrer SternInnen, Sozialarbeiter SternInnen, Therapeut SternInnen, Pädagog SternInnen und andere in der Kinderbetreuung, erfahrene Menschen, also zum Beispiel auch Eltern. Jeder darf gern unterzeichnen. 5. Was fordert die Petition noch? Schulschließungen. Homeschooling. Dazu heißt es: Schließungen. Notbetrieb. Lüftungskonzepte. Maskenpflicht. Digitaler Unterricht. Homeschooling und anderes sind hier wichtige Stichworte. Zu diesen Themenfeldern gibt es auch in der fachlichen Community unterschiedliche Positionen. Gemeinsamer Nenner ist hier aber wohl, dass die vergangenen Monate nicht optimal genutzt wurden, um sich diesen Themen zu stellen und Konkretes zu bewirken. Wir fordern hier auf, dies umgehend nachzuholen, unter Einbeziehung geeigneter Fachleute und Praktiker SternInnen vor Ort. 6. An wen richtet sich die Petition? Adressaten der Petition sind: plus Bundesministerium für Gesundheit, BMG, plus Familien, Senioren, Frauen- und Jugendministerium, BMFSFJ, plus Gewerkschaft VDI, plus Gewerkschaft GEW, plus Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit EVDBSH, plus Berufsverband Deutscher Diplompädagogen und Diplompädagoginnen e.V., BDDP, plus Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit, DGS ausgewählt, plus Katholische Erziehergemeinschaft Deutschlands, KEG. Hinzu kommen die entsprechenden Landesministerien. Darüber hinaus richtet sich die Petition an alle Menschen und soll zur Meinungsbildung, Diskussion und Information dienen. 7. Wird um Spende gebeten? Nein. Die Plattform selbst gibt die Möglichkeit, das Anliegen zu unterstützen, indem man etwas spendet. Dafür wird die Petition anderen Menschen angezeigt und vorgeschlagen, die der Petent allein ansonsten nicht erreichen kann. Also solchen die thematisch ähnliche Petitionen dort anschauen. Auch der Petent selbst erhält kein Geld und bittet auch um keines. Im Gegenteil zahlt er selbst auch für diese zusätzliche Möglichkeit. Über 25 Euro wird diese Möglichkeit interessanter, da dann die Plattform die Anzahl der zusätzlichen Anzeigen verdoppelt. 8. Ich finde die Petition nicht schlecht. Würde aber einen Punkt hinzufügen, beziehungsweise eine Forderung radikaler konkreter stellen. Was nun? Bitte dennoch unterzeichnen. Lächelnder Smiley. Leer.
Man kann seine Unterzeichnung kommentieren. Auch diese Kommentare werden gelesen und berücksichtigt. 9. Ist jemand, der sowas unterschreibt, nicht ein Schlafschaf? Merkel-Höriger, Drostengläubiger und Systems-CHEAG der Maskendiktatur. Ja, sicher. Lächelnder Smiley. Warum sonst würden wir aus Spans Geheimetat pro Unterschrift 1000 Euro bekommen? Nein, jetzt mal im Ernst. Man muss auch mal etwas tun und befürworten können, obwohl auch die Regierung dafür ist. Einfach weil es richtig und human ist. Das gehört zur menschlichen Reife. Ansonsten ist man nicht CHE Guevara 2.0, sondern nur wie ein trotziges Kind. 10. Na gut. Ich unterzeichne. Noch was? Ja, bitte. Gern weiter verbreiten. Auf Twitter, Facebook, YouTube, Diaspora German, MEW, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Vice, Live, WhatsApp, Instagram, per E-Mail, in Blogs, etc. pp. Wo es einem halt möglich ist. Vielen Dank.